Ich war damals in Stuttgart engagiert und habe mein erstes internationales großes Gastspiel bekommen. Groß, unter Anführungszeichen. Es war Salome und ich habe damit gerechnet, den ersten Nazarener zu singen. Der erste Nazarener ist eine Fachpartie, ist eine kleine Partie, ist eine Fachpartie. Und warum ist es eine Fachpartie? Weil es verteufelt hoch ist. Es soll ein, muss ein Bass singen, der tiefe Phrasen vorher hat, aber dann muss er. Ist er in der Nähe von Jerusalem? Also, nicht, da muss man schon, da braucht man zwar. Um Ihnen folgendes zu erklären, plötzlich irgendein Vertrag, aber es steht nicht der erste Nazarener darin. Es steht drinnen der erste Soldat. Okay, erster Soldat habe ich auch schon gesungen in Linz damals, auch in Stuttgart. Da haben wir gedacht, ist ja kein Schand, fahre ich heute halt so nach. Das war Teheran, bitte. Teheran und 2000 D-Mark bekommen für den ersten Soldaten. Da haben wir den jetzt bin ich aber gespannt. Wer singt da den ersten Nazarener? Ich bin jetzt ein junger, aufstrebender Boss. Wer singt das? Wer kann das sein? Auf einmal kommt also wieder so ein Schrank mit einem wahnsinnigen Bart, ein Perser, kommt herein und man denkt, also wenn er so singt, wie er ausschaut, dann man denkt, das kenne ich schon vom Heinzl eigentlich. Aber die ersten Phrasen waren gar nicht schlecht. Und als ich aber dieses hohe Fiss, ja, was also eigentlich beim Tenor schon dem Cis eigentlich entspricht. Ne? Also schon verteufelt hoch, aber hier von hohem C, das ist eigentlich nur ein bisschen heller. Also jedenfalls, es kommt diese Phrase, und er tritt auf, blustet sich ab und mich schon angehalten irgendwie. Und dann fahren wir ja gerade, ist in der Nähe von Jusa. Da denkt man ja, vielleicht ist er nicht aufgewärmt, das kann ja passieren. Der Dirigent hat schon kennen, dass wir singen, Es kommt am nächsten Tag die Orchesterprobe. Man denkt, vielleicht hat er schlecht geschlafen, so wurscht. Es hat sich wiederholt, also es ging nicht. Er hat das Fiss hat er nicht geschafft. Darauf kommt der Dirigent zu mir und sagt, Herr Riedl, sagen Sie, können Sie den ersten als Arena? Dann bin ich sofort, ja, selbstverständlich, natürlich, wären Sie bereit, den ersten als Arena zu singen? Größte Vergnügen, natürlich, nicht? Und das macht, erst der Nazarener, haben wir gleich probiert, Kostüm gehabt, weißes Wandel, zuerst der Soldat, dann noch weißes Wandel, alles in Ordnung. Es kommt zur Ensembleprobe des Judenquintetts. Das Judenquintett ist vielleicht das schwierigste Ensemble, das Richard Strauss komponiert hat. Es fünf Sänger singen durcheinander, aber so durcheinander, dass wir verstehen von nichts etwas. Der Messias ist gekommen, der Messias ist nicht gekommen. Also so, das war so. Dazu muss man etwas sagen. Ja, das kann ich nur so, weil ich das so gemacht habe. Es gibt den sogenannten Fünfertakt. Der Fünfertakt ist ein unangenehmer Takt für uns auch. Wir sind also entweder der 1, 2, 3 oder 1, 2, 3, 4. Der Fünfer ist ja unangenehm, weil es 1, 2, 3, 4, 5. Aber jetzt haben die gesagt, in Tel Aviv tun die das auch so dirigieren. Sagt er, nein, in Tel Aviv, dann da dirigieren wir das anders. Da 1, 2, 3, 4, 5. Jedenfalls, der hat es nicht kennen. Es war unmöglich. Die Töne hat er gehabt, aber rhythmisch war er eine Katastrophe. Es hat nicht gestimmt. Und wenn also irgendeiner draußen ist bei diesem Jugendquintett, dann geht es überhaupt nicht. Und dann war er. Plötzlich hat er gesagt, sagen Sie, Herr Riedl, können Sie vielleicht den fünften Jungen? Ich habe schon das Dollarzeichen in die Augen. Selbstverständlich kann ich auf den fünften Jungen, muss ich noch einen Song, der überschneidet sich, mit dem letzten Satz mit dem Nazarener. Oder schon wissen was, den letzten Satz vom Juden, den streichen. Und wir machen dann, weil gleich kommen sie ins Nazarener. Das hat aber natürlich zur Folge gehabt, dass ich mich natürlich als Nazarener, wo ich mich jetzt langsam auf die Seiten spülen, weil ich genau ungefähr 3 Sekunden gehabt habe, um eine Sünde wieder aufzunehmen. Also ich habe das fertig gesungen, bin rausgekommen, runtergekommen und bin Schabbisdeckel aufgekauft und wieder Sünde rausgekommen. Ich war schon bei 6.000
D-Mark. 6000 D-Mark war die Gage der Sarah-Rumänen. Die muss man sich vorstellen. Also die Hauptrolle schlechthin hat die gleiche Gage gekriegt, wie ich mit meinen drei kleinen Rollen. Aber jetzt kommt der Übersteuer an, der an dem Ganzen eigentlich noch. Und der ist folgendes. Am Schluss musste ein Statist, und das war ein Schwarzer, muss man halt sagen, ein Schwarzer, ja, politisch korrekt, also ein Schwarzer, ich weiß nicht, ist das so viel schöner, also ein Schwarzer jedenfalls, und der musste mit einem Schild die Saal erschlagen. Vorher singt er rot, man tötet dieses Weib, nicht wahr? Und es geht dann, fam, 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 fam. Muss man die Noten kennen ein bisschen, ungefähr, wie sie punktiert sind. Dann sind zweimal punktiert, ist einfach punktiert, dann weiß ich, der wollte das unbedingt haben. Also jener Bursche hat das nicht geschafft. Worauf der gesagt hat, der redet sonst mal nicht. Wären Sie bereit für 200, weil die 2000 waren schon immer drin, würden Sie für 200 D-Mark sich schwarz schminken und die Salome am Schluss mit dem Schilder schlagen? Ich habe es gemacht und ob 200 D-Mark mehr kommt, als die Salome.